Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Football Manager Online Karriere zusammen mit dem Mike. Hi, ich bin auch dabei. Ja, das ist heute die Folge der Entscheidung. Platz 13. Also meine Folge ist gleich zu Ende. 17, nein. SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Wir beide spielen gegeneinander und nicht nur das, sondern wir beide sind auch kurz vor dem Rausschmiss von unseren beiden Vereinen tatsächlich. Wer verliert, der fliegt. Giannopoulos und Mike droht Ungemach. Eine klein bessere Quote habe ich. Ich meine, ich liege ja auch ein paar mehr Punkten über ihm, aber natürlich habe ich mit Frankfurt auch mehr vorgehabt und der Vorstand auch. Ich habe insgesamt eine Trainernote von 5, obwohl ich das gar nicht nachvollziehen ich kann. Ich 6, Alter. What the Mike 6. Ich hatte also übrigens die ganze Zeit eine 3, dann hattest du schon eine 5 und ich dann plötzlich gegen Bayern 5-0 verloren. 6. Ja, also es kann alles passieren. Und vor allen Dingen ist es halt auch noch englische Woche dazu. Also das heißt, ja, wir beide sind schon Pause. Ich bin gespannt. Seid auch gespannt. Wir sind gespannt. Gleich geht's ab. Es ist 11.11 Uhr. Hier die Nachrichten. Heute. Nein, morgen. Ach nein, heute wird Eintracht Frankfurt mit 3:1 gegen die Breisgauer gewinnen. 3:1 sagst du? Für dich, ja. Ich sag 2:2. Jetzt geht's los. Freiburg. Boah, Leute, also. Ich empfange dich recht herzlich. Ja. Also, es wird spannend. Es wird einfach scheiße, Junge. Ja, ich bin nicht bereit zum Spiel. Ich bin auch nicht bereit. So, jetzt bin ich da, hallo. Ah, noch 0-0, lol. Was? Jetzt bei dir auch Ich sehe gleich schon der XG-Wert, ey. Ich sehe gleich 1-0. Für Freiburg. Willst du auch was sagen, oder? Stehst du ja, so bei mir? Willst du mal nicht ganz so ekelhaft verteidigen? Oh. Hilfe. Wie viele Spieler spielst du überhaupt mit 11 oder mit mehr? Ich hab ein paar mehr aufs Feld geschickt, Leute. Ich hab ein bisschen Angst. Darfst du nicht. Das darfst du nicht. Kauf mein Merch, unser Merch. Ja, ich glaube, wir sind wirklich einfach beide schlecht, wie ja, es gerade aussieht. Es passiert aber nichts, weil wir einfach beide so unglaublich gute Mannschaften sind. Das ist das Ding. Nein, du bist aber besser. Sieht man am XG-Wert. Oh, Younes, der ist gut und schießt trotzdem daneben. Man sieht ja am XG-Wert, dass es einfach besser ist. Also da muss ja mal das 1:0 fallen. Das ist ja schon längst überfällig. Ich schwitze. Ja gut, jetzt passiert aber nichts mehr. Das war es einfach vom Spiel, Leute. Fühle ich komplett. Kannst du mal irgendwie aufhören, das Spiel zu verhindern? Ja, das hast du die Szenen gerade gesehen. So spielen wir einfach die ganze Zeit. Du bist schlecht, ich bin schlecht, wir stehen einfach nur gegenüber und denken so, ja, und jetzt? Ja, so sah das bei deinem Angriff gerade aus und meine Verteidiger auch so, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Alter. Es klappt nicht. Also, und deinen denken sich aus, oh Gott. Oh, Tor, das denken sich meine Silberstürmer-Tor. 1-0. Nur für Mike, weil er das unbedingt haben wollte, dass ich das sage. Ja. Eine Ecke gegen dich jetzt. Halbe Zeit. Ja. Cool. Also 3-1 war fast ein bisschen hoch. So, ne? Also, haben wir jetzt nicht so viele krasse Möglichkeiten gesehen.
2:0. Barkok. Ah, Quatsch mit Silvester. Mit Petersen. Alter, der ist sowieso gut. Aber er ist glücklich. Das ist die Hauptsache. Bode ist. Der Schürrle. Oh mein Gott, 1:1. Dein Torwart ist einfach gut, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Barkok. Junge, der Schürrle, ey. Mann, Mann, Mann. Was für ein Schürrle eigentlich? Ja. Ja, oh. Petersen, endlich wieder. Leute, er hat seit 100 Spielen nicht mehr getroffen und jetzt gegen Jan, weil er den so gut findet. Yes. So ein Scheiß. Perfekt. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel gewesen, muss ich echt sagen. Okay, wir werden das beide... Oh, warte mal. Du warst doch jetzt noch im Konto. Okay. Also, schön war's bei Frankfurt. Also, ich denke, dass ich nicht gefreut werde mit dem Unentschieden, aber ja, das Spiel war auf jeden Fall nicht so das Higlet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir da schon mehr erwartet, dass sie hier so Action schmeckschen. Aber 1:1, ich bin zufrieden eigentlich. Punkt. Solidarische Punkteteilung. Liebe Leute, es ist einige Zeit vergangen. Wir haben das Spiel gegen Jan irgendwie gefühlt vor einer Woche gemacht und wir haben eine kleine Aufnahmepause dazwischen gehabt. Und da ich so ehrlich zu euch bin, habe ich tatsächlich mir auch sehr viele Gedanken gemacht, was wir noch verbessern können. Wir müssen es ja irgendwie probieren zu retten. Ich glaube zwar nicht mehr dran, dass ich es retten kann, um ehrlich zu sein, aber wir müssen es ja irgendwie probieren zu retten. Und dementsprechend habe ich mich dann entschieden, wieder eine neue Taktik anzuwenden, weil mit der anderen war ich ja nicht ganz so zufrieden. Irgendwie hat das nicht ganz so gepasst und ich habe gedacht, okay, der einzig schlaue Punkt ist anzusetzen bei der Taktik. Und da ist die neue Taktik. Ich kann euch das kurz mal ein bisschen zeigen, ich will euch auch nicht zu hart langweilen. Die Vertrautheit ist halt noch nicht ganz so da, also viele Sachen sind schon eingespielt, Position, Rolle, Aufgabe noch nicht, Pressing, Intensität auch noch nicht ganz. Aber ja, es ist in Ordnung. Also wir stellen erstmal auf kontrolliert, wir haben aber eine Fünferkette. Ich weiß nicht, das hat in Football Manager bei meinen Gegnermannschaften immer unglaublich gut funktioniert. Also die Gegnermannschaften, die haben immer mit Fünferketten absolut krass gespielt und deswegen habe ich gedacht, ich muss es jetzt selber mal ausprobieren, weil es theoretisch sein kann, dass es zu Freiburg passt. Ich weiß es nicht. Die Mannschaft ist ja ein bisschen schwächer, sage ich mal, und die muss hier einfach jetzt in diesem Spiel in Football Manager einfach vielleicht so mit der Fünferkette zurechtkommen. Dann, ich habe die Taktik übrigens komplett selber eingestellt, deswegen steht hier auch First, Lofo, so irgendwas habe ich da hingeschrieben. Also ich habe nicht mal Flügelspiel oder so irgendwas aktiviert, sondern ich habe alles komplett selber eingestellt. Das heißt, auch die Anweisungen sind komplett selber. Ja, die müssen halt alle noch ein bisschen so trainiert werden, das muss alles noch ein bisschen laufen und so. Aber theoretisch habe ich quasi diese ganzen Anweisungen, alles mögliche, auch selber eingerichtet. Wo muss ich denn da anklicken, um auf diese Anweisung zu kommen? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls kann ich euch kurz erklären, wir haben natürlich eine Fünferkette, das heißt, wir probieren von hinten aus auf die Außen zu gehen und dass wir auch wirklich einen geordneten Spielaufbau machen und ruhig spielen. Probieren dann aber, dadurch, dass wir keine Flügelspieler haben, wieder von dieser breiten Formation hier in diesen Bereich zu kommen, quasi hier mit unserem offensiven Mittelfeldspieler und den zwei Stürmern. Ja, das ist so quasi erstmal der Gedanke, ob das so gut funktioniert, weiß ich nicht. Breit, hier habe ich nichts eingestellt, Standard, höher, seht ihr ja alles. Kreativer spielen, weil das einfach besser zur Mannschaft passt, habe ich das angewählt. Ja, Umschaltspiel, natürlich Gegenpressing ist ganz klar. Wir wollen natürlich auch gucken, dass wir, also hier habe ich wenigstens nichts angewählt, Konter dürfen wir gerne mal fahren. Formationen halten ist aber auch nicht verkehrt, wie gesagt, auch geordneter Aufbau zählt zu einem wichtigen Punkt. Und ich will auch wirklich aus der Abwehr heraus mit Ball ausrollen, grundlegend gut spielen. Trotzdem stehen wir, wenn die Gegner im Ballbesitz sind, sehr hoch. Also ich habe mich wirklich sehr hoch gestellt. Hohe Pressinglinie, hohe Defensivlinie, mit Abseitsfalle sogar. Also wir wollen zwar geordnet spielen und stehen auch mit einer Fünferkette, aber extrem, extrem hoch. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt oder ob uns das zum Verhängnis wird.
Torwart am kurzen Abspiel hindern, extrem aggressives Pressing da vorne und auch hier natürlich, wir wollen wirklich ekelhaft sein da vorne und ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber das, dass ich euch das jetzt mal vorgestellt habe und dann werden wir in 2 Tagen eh gefeuert. Ich habe mir die auf jeden Fall mal abgespeichert und vielleicht kann ich die beim anderen Fallen dann wieder benutzen. Alter, wann hast du dein Spiel? Am Samstag, 23. Januar. Schmackhaft. Ich habe meins am Freitag. Macht natürlich absolut viel Sinn. Freue ich mich auf jeden Fall. Ich spiele gegen den besten Verein von ganz Football Manager. Stuttgart. Richtig. Oh, ich bin so fertig. Ich muss gleich gegen Arminia Bielefeld. Ich finde es übrigens gut, dass wir beide Stuttgart für den besten Club anerkennen. Ja, logisch. Leute, jetzt geht's vielleicht in das Spiel, wo ich schon gefeuert werde. Ich weiß es nicht. Es kann sich vielleicht noch ein bisschen ziehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, glaube ich nicht. Das wird hier jetzt passieren. Ja, das kann gut sein. Also bei mir wurde es gesagt, dass es da passiert. Bei dir? Ja, bei mir, wenn ich verliere. Oder bei mir war es noch nicht so, aber es kann schon sein. Ich meine, wir spielen gegen den besten Gegner, gegen Stuttgart. Ob ich da was reiß, klar, ich habe was in der Taktik umgestellt, habt ihr ja so gesehen, so, aber ich glaube nicht, dass es jetzt direkt was bringt, weil ich meine, wir sind jetzt quasi, wir haben wir die Taktik eingestellt und jetzt müssen wir, ne? Muss ja auch trainiert werden irgendwann, ne? und jetzt haben wir auch noch Änderungen vor dem Spiel Änderungen vornehmen müssen. Also ich habe Tempelmann reingebracht, ja. Ist natürlich auch absolut ein Downgrade und den habe ich jetzt reinbringen müssen und dann hinten noch Schlotterbeck und boah, es ist so ein Dreck, dass es sich noch so changed und so, keine Ahnung ist. Ich werde einfach zugucken, weinen und gucken, was passiert. Ja, Anstoß. Thumbnail? Ja. Oh, 1-0. Wer bist du? Nee, du bist nicht. Oh, Alter, ja, richtig voll gefotzt, ey. Was? Oh, ihr beide gehen mit schlecht aus, aber ins Spiel, was ist denn da los? Ja. Es ist, wir haben zufällig gar nicht ganz grün sind. Wir haben zufällig am Dienstag gegeneinander gespielt. Ja, vielleicht stellt man dann irgendwie andere Spieler auf oder so. Nein, ich will ja gut sein. Ja, vielleicht stellt man deswegen andere Spieler auf? Nein. Guck mal, mein XG-Wert, Alter. Ja. Wer ist gut? Günther? Günther war gerade kurz auf einer 7,0er-Bewertung. Gerade kurz, danke dafür. Also Grifo jetzt schon quasi auswechselbereit. Wieso? 3 Spieler bei dir schon, also... Hä, wieso? Ja, weil die schon von diesem halbgrünen das gelbe gerutscht sind. Boah, ja, da muss man direkt auswechseln, ne? Nein, aber... Zur Halbzeit, komm! Jawohl! Oh mein Gott, wie kann man so gut sein wie du? Lukas, hör auf, da irgendwas zu klopfen die ganze Zeit! Kannst du deine Einstellung überklicken? Ja, oder ich hab das Spiel sowas von verloren, einmal noch. Also noch nicht. Ich hab's verloren. Noch nicht, aber es ist sehr gefährlich immer noch. Also, park den Bus! Ich glaube, dass ich immer noch verliere. Das heißt, ich freue mich beim 4-0. 2-0. Beim 4-0 freue ich mich. Für mich natürlich. Steht ja noch 1-0. Komm, oh, komm. Oh mein Gott, immer noch 1-0. Oh, genau. Mann. Oh mein Gott, wie gut du bist. Ja, aber den hätte er machen müssen. Ja, das weiß ich auch, komm. Aber machst ja gleich den nächsten einfach. Wenn er deinen XG wird, Junge, wieder. Die Schnauze. Komm, direkt noch einen nachsitzen. Nur Iglitz von dir. Ja. Da ist wieder ein, siehst du's? Nein. Mario, Luigi, Alter. Also ich glaube nicht, dass wir hier... Du hast ja auch 2-0 gegen die geführt, oder? Und dann irgendwie 4-5. Ja, 2-0 gegen die geführt und dann 4-2 verloren. Ja, siehst du. Ich führe 1-0, dann verliere ich hier 6-1 oder so. Boah, Eckball, ey. Ich schwitze gerade richtig krass, ne?
Können wir bitte einfach in die Halbzeit? Boah, Grifo, ey. Die ja, ja, in der Halbzeit wechseln. Aber in die Halbzeit würde ich gern so noch gehen. Komm. Noch ein Tor. Alter. Ja, moin, Alter. Was war denn das wieder schon für ein scheiß Gegentreffer? Vorne zu früh abgeschlossen und dann dieser Abstoß. WTF. Ja. Das ist immer, also bei solchen Toren, die sind halt einfach immer wirklich so scheiße. Da denkst du so, was kann deine Taktik dafür, dass du das Tor jetzt kassiert hast? Ja, ich weiß es schon, nichts. Aber... Echt? Ja, aber es ist halt trotzdem dumm so an sich. Die offensive Defensivlinie bisher auch. Super mega crazy offensiv. Boah, der XG wird das aber knapp noch geschallert, ey. Egal, jetzt wird erstmal fleißig gewechselt. Komm bitte, nicht verkacken jetzt. Unentschieden wäre auch richtig gut. Gegen Platz 3, überlege mal. Weil das erkennen die es wahrscheinlich nicht an, weil die denken so, Stuttgart ist schlecht, aber... Das finde ich halt auch ein bisschen lost an diesem Spiel, dass die das wirklich nicht so nach dem Tabellenplatz so richten, sondern einfach so, Bielefeld ist eine schlechte Mannschaft, also musst du gewinnen. Auch wenn die irgendwie auf Platz 5 sind oder so, das juckt die einfach nicht. Geht einfach weg. So Schiss, Alter, ich hab so Schiss. Komm, Demirovic. Oh, ja, yes. Voll. Nils Petersen. Immer wenn du zuguckst, macht der Kerl ein Tor. 55. 56. Komm, jetzt noch ein Hicklit. Noch ein gutes, komm. Komm. Oh. Ja, der ist wieder drin. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Dass das so oft klappt, dass es einmal klappt, weiß ich zwar, dass woran es liegt, aber dass es so oft klappt und jetzt mit den eingewechselten Spielern. Ich will das Spiel einfach mindestens unentschieden, aber am besten gewinnen. Komm! Oh. Ecke, jetzt für uns Ecke. Komm, auf geht's. Auf geht's, Freiburg schießt ein Tor. Schießt ein Tor. Oh. Und jetzt. Oh. Ah, wir spielen gut, wir machen hier einen super Auftritt. Verteidigen mit vielen Leuten da hinten auf jeden Fall. Wir machen hier einen super Auftritt. Der XG-Wert ist gut, die Schüsse sind gut, die Schüsse aufs Tor sind gut und auch das Ergebnis ist gut. Wenn wir das so halten, wäre das krank, aber es ist halt noch lange nicht vorbei. Gonzales, Stuttgart, Schreckens 10 Minuten kommen. Boah, wie krass die da stehen tief. Ja, ja, die parken im Bus, aber komm! Ey! Alter, diese Bälle, ne? Kotzt mich so krank an. Es gibt's einfach nicht. Oh Gott. Also am Anfang habe ich's verstanden. Aber jetzt verstehe ich's nicht. Und das sind zwei solche Tore, die ich kassiere. Ist noch genug Zeit zum Gewinnen und zum Verlieren. Für beides ist noch genug Zeit. Macht das Beste draus, Jungs. Petersen, Jill, jawoll! Oh, jawohl, ich aber ja nein. Zwei. Oh mein Gott. Ach Mann. Nicht. Warum ja, habe ich immer so ein Pech, Alter? Boah, aberkannt. Warum habe ich immer so ein Pech? Oh mein Gott, kalibrierte Linie. Leute, wir machen ein gutes Spiel, dann kriegen wir zwei hässliche Tore und dann wird noch ein Tor aberkannt von uns. Ich weiß nicht, was ich in diesem Spiel falsch mache. Ich weiß es nicht. Was soll ich anders machen? Jetzt kassieren wir noch eins und dann passt's. Jawohl. Oh mein Gott, Alter. Es war so klar, dass wir das hier noch verlieren. Ich hätte mich schon über das Unentschieden so unglaublich gefreut. Das sage ich dir ganz, ganz ehrlich. Ich hätte mich so unglaublich gefreut über das Unentschieden. Und dann machen wir sogar noch ein Tor. Das wird aberkannt und wir kassieren hinten eins. Das ist einfach... Dieses Spiel ist einfach so, ich weiß es nicht. Also was will man da noch sagen? 20 zu 15 Schüsse, 9 zu 8 aufs Tor. Wir haben gute Hicklitz gehabt, gute Szenen gehabt. Das Spiel eigentlich schon ja, mehr oder weniger im Griff gehabt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, Leute. Gott, ist das dumm. War so ein gutes Spiel.
Das war das Beste, was wir in dieser Saison gemacht haben. Ey, dass wir nicht mal einen Punkt damit genommen haben, ey. Fuck off. Und jetzt holen mich die anderen ein, dann lande ich auf Platz 18 und dann werde ich rausgeschmissen. Es ist so eine Scheiße. Sound muted. Und Leute, ich weiß natürlich ganz genau, dass das erste Tor vom Torwart, weil die Pressinglinie so hoch war. Aber das zweite, da habe ich die Pressinglinie auf Standard gestellt und wir haben trotzdem zweimal noch so eins kassiert. Fuck off. So Leute, wir haben ein entscheidendes Spiel, das letzte Spiel dieser heutigen Folge. Und wir spielen gegen Wolfsburg. Also das Spiel gerade war natürlich ganz gut. Ja, also wirklich viel habe ich aber jetzt allerdings an der Taktik nicht geändert. Ich werde einfach probieren, also einfach das nochmal ausprobieren. Klar, ich habe ein bisschen umstellen müssen, Höfler reinbringen müssen. Wir haben einen weiteren Verletzten dazu bekommen und so. Ja, perfekt ist es nicht alles, aber ja, also im Groben und Ganzen habe ich jetzt einfach mal gehofft und gedacht, dass wir in diesem Spiel nochmal sehen, ob die Taktik wirklich jetzt gar nicht so schlecht war, weil das letzte Spiel war ja echt cool, bis auf das wir dann halt verkackt haben am Ende, oder ob die Taktik jetzt nur im letzten Spiel cool war und sich das heute wieder changed. Ich stehe eh kurz vorm Rauswurf, also ich habe keine Ahnung, wir können halt nur mal ausprobieren und dann schauen wir mal, was passiert. Sehr stark vom Torwart, richtig, richtig gut. Leute, Halbzeit. Das Spiel dümpelt ein bisschen vor sich hin. Also der Torwart stellt sich so gegen komplett Wolfsburg gefühlt. Die Verteidiger nicht ganz so da, wie ich mir das hoffe. Und dementsprechend auch viele Higlets dann von Wolfsburg. Wir sind noch nicht so richtig im Spiel. Das passt mir noch nicht ganz. Solchen Aktionen Angst. Deswegen darf ich eigentlich nicht zu so früh... Generell, ja. Eigentlich habe ich gar nicht auf. Jetzt ist es passiert. 78. Spielminute. Ja, es ist einfach hochverdient. Was soll man da noch gegen sagen? Aber ja, ist halt bitter. Bisher hat der Torwart einen guten Job gemacht. Und klar, verhoffe ich mir nicht dadurch eben irgendwie einen Punkt zu ergaunern. Aber das wäre halt die einzige Möglichkeit. So, das Spiel ist vorbei. Hatte eigentlich wenig zum Reinschneiden, hatte wenig Szenen. Ganz im Gegenteil zum Spiel von vorhin. Man sieht auch, dass wir deutlich die schwächere Mannschaft waren in diesem Spiel. Bis auf natürlich unseren Torhüter, der vielleicht sogar ins Team of the Week kommt. Also das war ja richtig krass, was der hier gemacht hat. Ja, gut, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin gespannt, ob ich noch beim Verein bleibe. Ja, ich habe keine Ahnung. Junge, 11 Spiele in Folge. Ohne Sieg. 11 Spiele. Und crazy. Wir haben 19 Spieltage, Alter. Beide sind auch kacke und sind damit immer noch unter mir. Das heißt, ich bin immer noch auf 16. Hab aber 6 Punkte Abstand. Das ist hart. Oh ja, das ist richtig scheiße. So Leute, das war's von den Spielen. Also Saison... Hinrunde quasi geendet mit einem dramatischen Spiel gegen uns und dann haben wir beide auch noch die ersten zwei Rückrundenspiele gehabt. Mehr oder weniger erfolgreich, crazy. Unerfolgreich. Wir stehen beide noch absolut auf der Kippe beim Trainerstuhl. Also Stuhlbein ist auf jeden Fall angesägt, kann man so sagen. Wie es weitergeht, ist aber auch total spannend und das natürlich auf unseren beiden Kanälen abgezockt und Janodopoulos, Mike und ich. Also das heißt, in der Playlist vorbeigucken, noch einen Like da lassen, das Ganze bewerten, schreibt rein, ob es euch gefällt oder nicht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.